Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute, am 24. November 2020, befinden wir uns hier in Österreich mitten im zweiten harten Lockdown. Deshalb sind keine Gäste hier. Umso mehr freuen wir uns, wenn Sie per Livestream jetzt dabei sind oder wenn Sie dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen. Besonders freue ich mich über unseren Gast, Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer aus Berlin. Wir haben ihn gebeten, nach Feldkirch zu kommen, damit wir sein hochwertiges Wissen fürs Leben auch in bester technischer Qualität an Sie weitergeben können. Dass Sie die Reise auf sich genommen haben, dafür bedanke ich mich, freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Universitätsprofessor Dr. Joachim Bauer ist Arzt und Psychotherapeut. Er ist Neurowissenschaftler und Autor. Und Anlass für unser Gespräch ist dieses Buch »Fühlen, was die Welt fühlt – Die Bedeutung der Empathie für das Überleben von Menschheit und Natur«. Dieses Buch ist druckfrisch. Es ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Es ist übrigens das 10. Buch, das Sie in den letzten Jahren veröffentlicht haben, um neue, faszinierende Erkenntnisse der Medizin und der Neurowissenschaft fundiert und trotzdem gut verständlich einem interessierten Publikum bekannt zu machen. Herr Professor Bauer, erst vorgestern am Sonntag haben Sie mir eine neue Studie geschickt, wie die Natur psychische Symptome bei Covid-19 beeinflusst. Darf ich Sie zu Beginn bitten, uns diese Studie kurz zu erläutern? Ja, wir haben mehrere solche Studien. Das war jetzt die allerletzte. Und diese ganzen Studien zeigen, dass die pure Präsenz des Menschen in der Natur in der Lage ist, heilsame Effekte auf die Gesundheit des Menschen auszuüben. Und zwar sowohl auf die körperliche Gesundheit als auch auf die seelische Gesundheit. Man weiß, dass Menschen, die stark im Stress sind, die Herz-Kreislauf-Symptome entwickelt haben, Herzsymptome entwickelt haben, aber auch Menschen, die an Depressionen, an Ängsten leiden, durch den Aufenthalt in der Natur Besserung erfahren. Und zwar sowohl hinsichtlich ihrer körperlichen Verfassung, die Stresshormone nehmen ab, Cortisol nimmt ab, wenn der Mensch sich in der Natur aufhält, der Herzpuls verbessert sich, die Anpassungsfähigkeit der Herzrate an unterschiedliche Aktivitätszustände, die sogenannte Herzratenvariabilität, bessert sich, wenn der Mensch in der Natur ist. Und was die psychische Situation angeht, so ist es so, dass Menschen, die unter Depressionen leiden oder unter Ängsten leiden, durch den puren Aufenthalt in der Natur eine Besserung erfahren, weniger Depression erleben. Also, dass wir hier auch heilsame Effekte auf die psychische Gesundheit des Menschen sehen. Und diese letzte Studie hat das nochmal eindrucksvoll gezeigt, insbesondere bei Menschen, die jetzt in dieser Infektionsphase, die wir ja leider alle erleiden, in dieser Corona-Pandemie, da haben wir ja sehr viele, die depressiv erkrankt sind oder deren Depression sich verschlechtert hat durch die Maßnahmen, denen wir jetzt alle unterworfen sind. Und da hat sich gezeigt, dass eben der Aufenthalt in der Natur heilsam ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch in so einer Krisenphase zum Beispiel wie der jetzigen diese Heileffekte in Anspruch nehmen, dass wir rausgehen in die Natur und diesen wunderbaren Effekt auf uns wirken lassen. Dies nur als ganz aktuelles Blitzlicht. Wir werden ja viel über die Natur sprechen an diesem Abend. Jetzt aber zu Ihrem Buch »Fühlen, was die Welt fühlt«. Sie beginnen dieses Buch mit einem Satz wie ein Paukenschlag, nämlich »Die Welt steht ökologisch auf der Kippe.
Später schreiben Sie, wir nähern uns dem Abgrund. Das ist eine klare Diagnose und unser Gespräch soll sich um diese Diagnose drehen, um die Anamnese, die Ursachen, wie es dazu gekommen, vor allem aber um die Therapie, was können wir tun. Beginnen wir mit der Diagnose. Darüber könnte man natürlich tagelang reden, weil ganze Bibliotheken gefüllt sind mit Studien und Büchern zum Klimawandel, zum Klimaproblem. In Ihrem Buch beschreiben Sie diese Diagnose auch sehr ausdrücklich im dritten Kapitel. Aber für unser Gespräch bitte ich Sie jetzt nur ganz kurz, stichwortartig, holzschnittartig sozusagen, zum Reißen. Welche Symptome zeigen denn, dass die Welt auf der Kippe steht? Was ist so bedrohlich? Was fühlt die Welt? Ja, die Waldbrände, die wir dieses Jahr erlebt haben, wieder in den Vereinigten Staaten, die wir aber auch in Deutschland zum Beispiel erleben, in den großen Wäldern um Berlin herum, Berlin-Brandenburgischen Wäldern, die Waldbrände, die wir auf dieser Erde erleben, das sind keine Zufälle, sondern wir haben diese Waldbrände in Australien, in den USA und an anderen Teilen der Erde als Teil einer Veränderung unserer Welt, die sich in den letzten Jahren vollzogen hat und die sich weiter vollziehen wird. Wir haben eine Erwärmung der Erdatmosphäre. In den letzten 50 Jahren ist diese Erdatmosphäre um 1 Grad angestiegen. Wir haben quasi einen Patienten Erde, der Fieber hat. So habe ich das in meinem Buch dargestellt. Chronisches Fieber. Wir haben also eine Austrocknung der Böden. Die Ernteerträge sind rückläufig, in Deutschland jedenfalls. Über die Situation in Österreich bin ich jetzt mit Zahlen nicht informiert, aber wir haben in vielen Ländern der Welt rückläufige Ernteerträge. Wir haben das Abschmelzen der Polkappen. Wir haben einen Anstieg des Meeresspiegels. Was bedeutet, dass Millionen Menschen peu à peu ihre bisherigen Wohngebiete verlassen werden müssen an den meeresnahen Zonen. Also wir haben massive Veränderungen und das schlägt auf uns Menschen zurück. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch zunehmende Hitze, die Sommer werden immer heißer, werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen. Dass wir uns Menschen macht das zu schaffen. Wenn die Erde krank ist, wird auch die Gesundheit des Menschen beeinflusst. Das heißt, wir haben hier zwei sich wechselseitig beeinflussende Größen. Die Veränderung der Erde und die Gesundheit des Menschen hängen aufs Engste zusammen. Und wir sollten einfach, bevor wir quasi mit dem Klima in einer Krise landen, wie wir sie jetzt mit Corona haben, bevor das passiert, sollten wir wach werden und nicht warten, bis es sozusagen eng wird, sondern jetzt, wo wir jetzt noch was tun können, ohne dass es eine Notsituation gibt, jetzt sollten wir alles tun, um diesem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und ich zeige in diesem Buch, was wir da tun können. Dieses Buch ist ein optimistisches Buch. Sie schreiben, dass Sie zuversichtlich sind. Also es ist sozusagen nicht, wie manche sagen, zu spät. Man kann nichts mehr tun, sondern Sie plädieren dafür, man kann etwas tun, es nützt etwas. Und ich stelle in diesem Buch eine These auf, über die man diskutieren kann. Ich verlange nicht, dass alle dieser Meinung sind, aber meine These ist, ich habe mich gefragt, wo wir doch objektiv wissen, dass der Klimawandel zunimmt, dass wir eine sich verschärfende Situation haben. Sie haben gesagt, es sind ganze Bibliotheken drüber schon geschrieben worden. Warum gibt es sowas wie eine ökologische Trägheit? Warum haben wir noch nicht im Bewusstsein der Bevölkerungen dieser Erde begriffen, dass wir hier aufbrechen müssen, dass wir zusammen etwas tun müssen, um diesem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und da habe ich eine These aufgestellt, nämlich, dass unsere innere Beziehung, die wir zur Natur dieser Erde haben, die wir zu der Gesamtheit der Natur dieser Erde haben, dass die Beziehung zwischen Menschheit und Natur eine Störung hat, und zwar eine emotionale Störung. Ich vergleiche das gerne mit einem Bild. Wenn in einer Familie ein
Kind schwer erkrankt ist und wenn der Kinderarzt kommt und den Eltern sagt, das Kind hat eine schwere Krankheit, wir müssen jetzt, sie müssen das tun und das tun und das tun, ich gebe ihnen die verschiedenen Rezepte und Anweisungen und die müssen sie bitte so und so anwenden. Und wenn jetzt in dieser Familie angenommen der Fall, Sie werden gleich sehen, warum ich dieses Bild benutze, angenommen der Fall, die Eltern mögen das Kind nicht, sie würden das Kind nicht mögen, sie würden das Kind ablehnen, dann würden die Verschreibungen des Arztes wahrscheinlich nicht dazu führen, dass das Kind gesund werden kann. Das heißt, wenn der Arzt das merkt, der gute Arzt merkt, wenn in einer Familie eine Störung ist, dann muss er darauf eingehen, er muss die Eltern fragen, was steht, ich spüre, dass wie zwischen ihnen und dem Kind irgendeine Beziehungsstörung ist, was kann ich beitragen, was muss geschehen, damit sie spüren, emotional spüren, dass ihr Kind jetzt wirklich ihre Hilfe braucht, dass sie jetzt gefragt sind. Und ich habe, was will ich mit diesem Bild, mit diesem Beispiel sagen? Dieses Kind ist die Natur, ist die Mutter Erde. Die Erde, die an einer zunehmenden Naturzerstörung leidet und die Klimaveränderungen erleidet. Und wir Menschheit, wir sind die Eltern. Und wir, ich sage, wir kommen nicht in Gang, wir wachen nicht auf, wir kommen nicht zu einem ökologischen Aufbruch, weil wir, das ist meine These, eine Beziehungsstörung mit der Natur dieser Erde haben. Dass wir haben eine Entfremdung. Und mein Buch möchte diese These einbringen und möchte ich möchte die Menschen mitnehmen und auffordern und einladen, mal darüber nachzudenken, wie ist es um die Beziehung bestellt, die wir Menschen zur Natur haben. Und wenn wir, meine These wäre, ich würde mal vermuten, dass wenn wir begreifen, dass dieser Raum um uns herum, diese Gesamtheit der Natur, dieser Erde, wenn, dass das etwas ist, was Empathie braucht, dass wir dass wir das lieben, dass das für uns lebenswichtig ist und dass wir dafür etwas tun wollen, weil es so wunderbar ist, weil diese Natur so wunderbar ist. Hier in Österreich weiß man doch das ganz besonders. Sie haben ja mit die schönste Natur hier in Europa. Also wenn wir uns dessen wieder mehr gewahr werden, dass wir hier eine Beziehung haben zu etwas, was besonders wertvoll ist, dass wir dann auch diesen Aufbruch schaffen, die Dinge zu tun, die nötig sind, damit die Erde ökologisch gesundet. Anamnese würde man in der Medizin sagen, wie ist es zu dieser Krankheit gekommen? Was sind die Ursachen dafür? Nun, da kann man verschieden weit zurückgehen. Wenn man sehr weit zurückgehen will, dann könnte man sagen, mit der Sesshaftwerdung des Menschen, vor etwa 12.000 Jahren war das, begann die Bewirtschaftung der Natur. Da haben wir begonnen, Ackerbau und Viehzucht betreiben, Technik anzuwenden. Da hat der Städtebau begonnen, die sogenannte Urbanisation. Wenn man nicht ganz so weit zurückgehen will, könnte man die Industrialisierung anführen. Vor etwa 150 Jahren hat die große Industrialisierung begonnen. Und Menschen haben begonnen, in Fabriken zu arbeiten. Und da hat diese Entfremdung zwischen Mensch und Natur begonnen. Und die, die unter dieser Entfremdung am meisten gelitten haben im Verlauf der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, also vor 150 Jahren plus minus, das waren vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn sie waren jetzt in Städten, lebten sie überwiegend in großen Städten, sie haben in Fabriken gearbeitet und ihnen wurde die Möglichkeit genommen, in die Natur zu gehen. Und das war interessanterweise die gleiche Zeit, wo die Industrialisierung begann, da haben die Menschen das auch gespürt. Wir werden entfremdet von der Natur. Das war die Zeit, wo die Kleingartenbewegung begonnen hat. Das war die Zeit, wo die Naturfreundebewegung begonnen hat, wo man gesagt hat, hey, wir verlieren die Natur aus den Augen und wir müssen etwas tun. Und ich denke, einen solchen Aufbruch brauchen wir heute wieder. Wie es dazu kam, was die Ursachen waren, das wird umgangssprachlich meistens mit der Frage behandelt, wer ist denn schuld an dem ganzen Schlamassel? Und ich sage Ihnen jetzt, wer schuld ist an dem ganzen Schlamassel. Sie und ich und unsere Altersgenossen, die weißen alten Männer. Ich sage das. Das hat kürzlich eine Journalistin Karin Czerny in einer Beilage des Standard behauptet. Sie schreibt, Westager seien zu Recht ein Feindbild,
denn ihr Motto lautet: Nach uns die Sintflut. Mhm. Ihrer Ansicht nach verbringen wir, die Best Ager, die meiste Zeit auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffes. Mhm. Alte Leute, schreibt sie, zerstören auf Kosten ihrer Kinder und Enkel diesen Planeten, ohne auch nur eine Spur von schlechtem Gewissen zu haben. Mhm. Die Alten sind die Generation Ego. Mhm. Und dann bringt sie es auf den Punkt, indem sie präzisiert: Der weiße alte Mann steht doch für alles, was schiefläuft in unserer patriarchal geprägten Welt. Mhm. Jetzt wissen Sie, was schuld ist. Ja, so kann man es sehen. Es ist eine sehr einseitige Sichtweise. Natürlich sind weiße alte Männer spielen nicht immer eine gute Rolle. Das haben wir jetzt ja auch an dem hoffentlich scheidenden amerikanischen Präsidenten gesehen. Er hat eine sehr verheerende Rolle gespielt und er war einer der herausragenden Vertreter dieser weißen alten Männer. Und er hat, sein Handeln hat dazu geführt, dass sehr viel Hass gegen die weißen alten Männer entstanden sind. Es gibt aber auch andere kluge, weise alte Männer, die klug sind, weiß im Sinne von klug, weise. Das gibt es auch. Ja, ich glaube, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Die Journalistin hat gesagt, das ist die Schicht auf dem Sonnendeck der Zivilisation. Ich vergleiche das gerne mit einer Partygesellschaft. Die Natur bietet uns ihren Garten an. Und wir sind die Partygesellschaft, wir Zivilisierten. Gesellschaft. In den reichen Ländern. Ländern. Wir sind die Partygesellschaft und wir benehmen uns wie eine außer Rand und Band laufende Partygesellschaft. Wir zerstören den Garten, betrinken uns sinnlos, sodass unsere eigene Gesundheit leidet. Und wenn wir so weitermachen, dann wird uns der Gastgeber, nämlich die Natur, rausschmeißen aus diesem Garten. Und zwar einfach deswegen, weil eben der Klimawandel dazu führen wird, dass dieser Globus für uns als Menschheit bald nicht mehr bewohnbar sein wird. Das heißt, wir müssen alle uns fragen, welchen Beitrag leisten wir? Und da leisten junge Menschen auch einen Beitrag, nicht, dass viele fliegen, dass viele Auto fahren, all das ist, das sind die Dinge, wir werden da vielleicht noch drüber sprechen, also die Verbrennung fossiler Brennstoffe, das spielt eine Rolle, aber wir können, mein Buch ist kein Buch, das zur Kargheit des Lebens auffordert, sondern ich zeige in meinem Buch, dass wir sowas wie hedonischen Verzicht leisten können. Aber das werden wir ja später noch bei den Lösungen haben. Mir fällt nur gerade eine Studie ein, da hat vor kurzem in einer hochrenommierten Zeitschrift, in einer der weltbesten medizinischen Zeitschriften der Welt, Lancet ist der Name dieser Zeitschrift, hat man mal über 20 Jahre hinweg geguckt und diese Daten wurden jetzt vor kurzem publiziert. Über 20 Jahre lang hinweg hat man geschaut, wie geht es Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und wie geht es Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und da hat man festgestellt, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit innerhalb dieser 20 Jahre, wo man diese zwei Gruppen beobachtet hat, bei denen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind, um 20% vermindert war. Das heißt, wenn wir unser Leben ökologisch umstellen, wenn wir uns mehr bewegen, als uns bewegen lassen, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir uns ökologisch sinnvoll verhalten, profitieren wir davon. Wir müssen nicht schlechter leben, sondern wir dürfen sogar besser leben. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihr Buch. Die Gesundheit der Natur, die Gesundheit der Erde und die Gesundheit des Menschen hängen zusammen. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Und dieses Buch ist ein fröhliches Buch. Es ist kein Buch mit erhobenem Zeigefinger, sondern dieses Buch ist eine Einladung. Lass uns doch mal schauen, welche Chancen wir haben, gut zu leben und die Erde trotzdem zu schonen. Ich habe das Beispiel vorhin gebracht, weil eben die Suche nach Ursachen sind oft zwei häufige Strategien, die zu beobachten sind, eben die Sündenbock-Strategie, eben der weiße alte Mann, oder eine andere, die jetzt im Zusammenhang mit Corona auch sehr verbreitet ist, das sind Verschwörungstheorien. Mhm. Wie sehen Sie denn gerade als Psychotherapeut Verschwörungstheorien, warum sind die so attraktiv? Also diese Frage, wie Feindbilder entstehen und wie in einer Gesellschaft Gruppen entstehen, die sich untereinander bekämpfen, dieser Frage habe ich in diesem Buch einen ganz großen Raum eingeräumt. Warum? Weil wenn wir als Menschheit
die ökologische Wende schaffen wollen, wenn wir die Erde so erhalten wollen, dass sie auch für unsere Kinder und Enkelkinder noch bewohnbar ist, dann müssen wir zusammenhalten. Dann brauchen wir ganz viel Kooperation. Was wir jetzt aber sehen in vielen westlichen Gesellschaften, ist, dass innerhalb einer jeden Gesellschaft unterschiedliche Gruppen sehr viel Hass aufeinander verbreiten. Nicht? Die alten weißen Männer, die Frauen versus die Männer, die Jugend gegen die Alten, wir sehen dann die Rechten gegen die Linken und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viel Hass. Und das ist eine der traurigen Seiten der modernen Gesellschaften, dass wenn Menschen in Gruppen sich zusammenschließen, dass dann sofort so etwas entsteht wie wir, die Guten, und die anderen, die Bösen. Nicht? Und da spielt das Internet eine große Rolle. Die sozialen Netzwerke, die fachen diese Hassgesellschaft an, weil das hat mit den Mechanismen der sozialen Netzwerke zu tun, auf die ich in diesem Buch eingehe, aber die ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Das mögen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer selber nachlesen. Aber wir haben so eine Tendenz, dass also innerhalb der westlichen Gesellschaften sehr viel Hass gegeneinander aufgestachelt und verbreitet wird. Und wir müssen schauen, dass wir begreifen, dass wir als Menschheit in einem Boot sitzen, dass wir zusammenarbeiten müssen, um die großen Probleme der Ökologie miteinander zu bewältigen. Kommen wir nach diesem kurzen Einstieg über Diagnose und Anamnese zur Therapie. Das ist doch das Wichtigste. Mhm. Und bei der Therapie, da spielt ja sozusagen eine zentrale Rolle, ein zentrales Medikament gewissermaßen für die Therapie, das ist die Empathie. Ihr Buch trägt ja den Untertitel Die Bedeutung der Empathie für das Überleben, für das gemeinsame Überleben von Menschheit und Natur. Und weil Empathie so zentral ist, denke ich, sollten wir auch möglichst genau klären, was Empathie ist. Mhm. Ein erster Zugang. In Österreich macht eine Zeitschrift eine Werbung für eine Klimainitiative und das sind prominente Menschen. Da heißt es zum Beispiel, die Erde lässt uns leben, lassen wir die Erde leben. Und es wird auch vermerkt, diese Welt ist noch zu retten. Mhm. Ich denke, das würden Sie auch unterschreiben. Das ist wunderbar. Also das liest sich so, als hätten die Autoren mein Buch gelesen, weil sie ja praktisch das Bild entstehen lassen, wir und die Erde stehen in einer Beziehung. Die Erde gibt uns was, die Erde lässt uns leben. Das heißt, wir erleben von Seiten der Erde Empathie. Die Erde gibt uns alles, was wir brauchen. Und umgekehrt ist jetzt die Frage, wie antworten wir auf die Erde? Geben wir der Erde das, was sie braucht, damit sie so bleiben kann, wie sie seit Jahrhunderttausenden ist und dass sie uns den Lebensraum weitergeben kann? Und das ist im Grunde genau der Ansatz, den ich in diesem Bild verfolge. Nun habe ich gesagt, wir müssen, wenn wir die ökologische Wende miteinander hinbringen wollen, zusammenhalten. Und die Voraussetzung für Zusammenhalt ist Empathie. Was heißt Empathie eigentlich? Empathie heißt, dass ich mir vorstellen kann, wie es im anderen aussieht. Was sind die Motive, die den anderen Menschen bewegen? Wie fühlt sich der andere? Das ist Empathie. Und die Empathie hat eine emotionale Seite, dass ich fühlen kann, was der andere fühlt. Ich fühle, was du fühlst, aber auch, dass ich nachdenken kann darüber, was braucht, ich habe vorhin von dem kranken Kind gesprochen, was braucht mein krankes Kind, damit es wieder Lebensmut fasst. Das muss man ja auch, braucht auch Wissen. Braucht auch Wissen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Gefühle, sondern auch die Vernunft. Also Empathie ist etwas, wo Gefühle und Vernunft dazu eingesetzt werden, etwas für den anderen zu tun, sodass der andere gedeihen kann. Und nun ist es so, wir haben sozusagen zwei Partner für diese Empathie, die ich in diesem Buch nenne, den anderen Menschen und die Natur. Und das Erstaunliche ist, dass Studien zeigen, dass das zusammenhängt. Menschen, die viel in der Natur unterwegs sind, die Schönheit der Natur auf sich wirken lassen, das hat man in Studien erforscht, sind auch zu anderen Mitmenschen empathischer.
Und umgekehrt hat man herausgefunden, dass Menschen, die zu ihren Mitmenschen empathischer sind, auch mehr Rücksicht auf die Natur nehmen, sich ökologisch rücksichtsvoller verhalten, weniger Dreck in die Landschaft werfen, mehr darauf achten, dass wir die Natur pflegen. Nicht? Also wir sehen, das hängt zusammen. Und das Gegenteil von Empathie ist der Zynismus. Das sind die Menschen, die sagen, oh, das ist mir doch egal, was soll die Gefühlsduselei? Das ist so ein Wort, was man oft hört. Nicht? Mhm. Also Menschen, die nicht empathisch sind, sagen über andere Menschen, die empathisch sind, ach, das sind Gefühlsduselige. Nicht? Das ist sehr, sehr dumm. Mhm. Weil wir brauchen die Empathie. Wir haben die Menschheit, wir sind ja heute eine entwickelte Menschheit, um an diesen Punkt zu kommen, an dem wir heute sind, von unseren evolutionären Vorfahren her, von den Australopitheken, von den Affen, die wir mal vor Millionen Jahren waren, um an den Punkt zu kommen, an dem wir heute sind, als Menschen. Unser evolutionäres Erfolgsticket war die Empathie, die Fähigkeit zu kooperieren, sich vorzustellen und darüber Gedanken zu machen, was der andere braucht, damit er mit mir oder damit sie mit mir zusammenarbeitet, dass Menschen zusammenarbeiten können. Und das brauchen wir heute wieder. Sie stellen Ihrem Buch ein Zitat von Charles Darwin voran. Ja, also niemand würde dem Charles Darwin wahrscheinlich vorwerfen, dass er gefühlsduselig war. Aber Charles Darwin hat, wird das Zitat unseren Leserinnen und Lesern vielleicht sogar sie genießen lassen. Charles Darwin hat ein wunderbares Zitat geschrieben. Empathie, schreibt Charles Darwin, Empathie über die Grenzen der menschlichen Spezies hinaus, das heißt Menschlichkeit gegenüber niedereren Lebewesen, scheint eine der evolutionär spätesten moralischen Errungenschaften des Menschen zu sein. Diese Tugend, eine der edelsten, mit der der Mensch ausgestattet ist, scheint sich beiläufig dadurch entwickelt zu haben, dass unsere Empathiefähigkeit empfindungsstärker wurde. Das heißt, die Fähigkeit des Menschen, auch nicht nur zu anderen Mitmenschen, sondern zur Natur empathisch zu sein, hat Charles Darwin als eine der edelsten Tugenden des Menschen bezeichnet. Also dieses Buch ist voll im Einklang mit dem, was schon Charles Darwin erkannt hat. Interessant ist, dass Darwin Empathie sozusagen definiert als Menschlichkeit gegenüber sogenannten niederen Lebewesen. Das sagt er auch mit diesem Zitat, dass nämlich die Empathie zum Kern des Menschseins gehört. Ja. Und dass die zynisch sind, die sagen, das ist Gefühlsduselei, die sind im Grunde nicht in ihrem Menschsein zu Hause. Mhm. Zum wirklichen Menschsein gehört die Empathie. Also Merkmale der Empathie in dem, was Sie jetzt gesagt haben oder was hier in diesem Anzeigentext steht, die Erde lässt uns leben, lassen wir die Erde leben. Ein wesentliches Merkmal ist diese freundliche Grundhaltung gegenüber Menschen, gegenüber Tieren, gegenüber anderen Lebewesen, gegenüber der Natur. Eine Art wohlwollende Verbundenheit. Ja. Es braucht beides, das Wissen um den anderen und die intuitive Einfühlung. Und es braucht auch so etwas, schreiben Sie in Ihrem Buch, ein weiteres ganz wichtiges Merkmal der Empathie, eine wechselseitige, mitschwingende Resonanz. Mhm. Was ist diese Resonanz? Ja. Das ist etwas, was jeder oder jede, die oder der mal in der Natur war, bei sich spüren kann. Wenn wir einen Wald sehen oder wenn wir an einem See verweilen oder wenn wir in den Bergen das Panorama sehen, an einem Morgen oder bei einer untergehenden Sonne am Abend, dann glaube ich, gibt es nur wenige, die nicht erlebt haben, dass einen das ganz tief innerlich berühren kann. Diese ungewaltige Schönheit, dieser große Raum, der uns hier umgibt, der Natur. Und wenn wir das spüren, dafür gibt es im Amerikanischen ein eigenes Wort, was es im Deutschen gar nicht gibt, das Wort awe, A-W-E geschrieben. Dieses Gefühl der Ergriffenheit, das ist eine Resonanz, die wir haben. Die gibt es auch zwischen Menschen, nicht?
wenn wir zum Beispiel, ich habe vorhin dieses Beispiel gebracht, das kranke Kind in der Familie, wenn die Eltern sehen, dieses Kind leidet, dann löst dieses Kind ihm den Eltern Resonanz aus. Und das heißt, die Eltern fühlen in sich, dass dieses Kind jetzt Zuspruch braucht. Die natürlich auch die gute Medizin, die der Kinderarzt verordnet hat, aber es braucht vor allem das Gefühl, wir, deine Eltern, lieben dich und wollen, dass du wieder gesund wirst. Nicht? Da sehen wir die Kraft der Resonanz. Mhm. Übrigens, Empathie ist nicht nur Freundlichkeit, Empathie kann auch mal mit Wut verbunden sein. Das ist auch wichtig jetzt in der Klimadebatte. Nicht? Das heißt, wenn ich sehe, dass da jemand leidet und niemand tut etwas, dann kann ich auch mal wütend werden und kann sagen, hör mal, was steht ihr denn hier rum und legt nicht Hand an und helft mit, dass wir das Problem hier miteinander bewältigen können. Also das ist das Privileg der Jugend, nicht? Mal Wut zu zeigen und uns Alten aufzuwecken. Also, und das ist das, was die Fridays for Futures tun, die manchmal natürlich übers Ziel hinausschießen. Ich finde jetzt nicht gerade gut, wenn Greta Thunberg sagt, sie möchte, dass wir Panik kriegen. Das ist nicht meine Strategie. Aber schauen Sie, das sind junge Menschen, die sind nicht mal 20 Jahre alt. Die machen sich Sorgen über die Zukunft und die dürfen sich auch ein bisschen über das Maß hinaus aufregen. Das müssen sie auch dürfen. So haben wir uns damals in den 70er Jahren auch erregt, als es darum ging, ob Atomkraftwerke gebaut werden. Nicht? Ich selbst war als junger Student mit dabei gegen die damals den Bau von vielen Atomkraftwerken Einspruch zu erheben, weil wir damals schon wussten, dass diese Technologie auf Jahrhunderttausende hinaus Abfallstoffe produziert, mit denen wir den größten Ärger haben werden. Und es sind ja dann auch noch Unfälle passiert, wie Tschernobyl und Fukushima. Und leider hat die Menschheit sehr lange gebraucht, bis sie begriffen hat, dass wir regenerative Energien brauchen und dass die Atomkraft nicht die ideale Energie ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam auch in Gang kommen, wenn es um die ökologischen Fragen dieser Erde geht, dass wir nicht ewig brauchen, bis das große Unglück passiert ist, sondern dass wir vorher merken, wir können etwas tun. Es ist eine gute Chance, hier etwas zu tun. Wir brauchen nicht, wenn wir den Weg gehen, ökologisch die Wende zu machen, bedeutet das nicht, dass wir schlechter leben müssen. Wenn wir jetzt beginnen, das ist wichtig. Wenn wir weiter in der ökologischen Trägheit verharren, dann kann es sehr eng werden. Dann kann es so sein, dass es uns so geht wie mit der Covid-Pandemie, dass wir dann plötzlich in einer Notsituation sind, wo sehr harte Maßnahmen getroffen werden müssen. Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir vorher wach werden, jetzt wach werden und das tun, was es braucht, damit die ökologische Wende gelingt. Empathie hat auch viel damit zu tun, Bedürfnisse zu beachten, also Bedürfnisse anderer Menschen, Bedürfnisse anderer Lebewesen, aber auch die eigenen Bedürfnisse. Also wenn man sozusagen nach dem Gegenteil von Empathie sucht, dann besteht das gerade darin, in der Nichtbeachtung der Bedürfnisse von anderen Menschen, anderen Lebewesen, seltsamerweise auch in der Nichtbeachtung der eigenen Bedürfnisse. Ja, genau. Also vieles, was der Welt nicht gut tut, tut auch uns nicht gut. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich bin ja Arzt und wir wollen niemandem seine Freude beim Essen nehmen. Das Essen, die Ernährung ist was ganz, ganz Wichtiges. Was wir aber in den letzten etwa 2-3 Jahrzehnten mit immer mehr Studien gesehen haben, ist, dass Menschen, die viel Fleisch essen, höhere Krankheitsrisiken haben als andere Menschen, die wenig Fleisch essen. Das ist ein Faktum, das ist nicht Ideologie, das ist medizinisches Faktenwissen. Menschen, die viel Fleisch essen, haben signifikant mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und haben signifikant erhöhtes Risiko für Krebskrankheiten. Das ist gesichert, sage ich als Arzt und Naturwissenschaftler. Nun ist es so, gleichzeitig, und das haben andere Studien jetzt ergeben, in den letzten Jahren wissen wir, dass die Fleischwirtschaft, die Viehzucht und die Fleischwirtschaft, wie sie in den entwickelten Ländern dieser Erde betrieben wird, ein hochgradiger ökologischer Schädigungsfaktor ist. Warum? Tiere brauchen sehr, sehr viel Landverbrauch. Warum? Weil Tiere müssen gefüttert werden. Und wir
haben sowohl in Brasilien als auch in Südostasien momentan eine Vernichtung von großen Regenwäldern, von tropischen Wäldern, die aktiv gerodet werden. Wozu? Um Flächen zu schaffen, um Viehfutter anzubauen, weil derart viel Fleisch auf der Welt verbraucht und gegessen wird. Das heißt, wir haben hier in der übertriebenen, außer Rand und Band geratenen Viehwirtschaft und Fleischindustrie einen Faktor, von dem wir wissen, er macht Menschen krank und er führt zu mehr Naturzerstörung. Er führt dazu, dass wir Wälder weltweit abholzen, was dazu führt, dass sich die klimatische Situation der Erde verschlechtert. Und jetzt ist die Frage, ist es wirklich so, bedeutet es ein schlechteres Leben, wenn wir weniger Fleisch essen würden und dabei gesünder bleiben, länger leben, fit leben? Wäre das wirklich so schlimm? Und da spielen eben Gewohnheiten einfach eine Rolle, nicht? Als mir das vor etwa 10 Jahren klar geworden ist, was es mit dem Fleisch auf sich hat, habe ich meinen Fleischkonsum drastisch reduziert. Und ich kann nur von mir sagen, Sie sehen hier einen Menschen vor sich sitzen, der, wie ich hoffe, deutlich macht, dass er sich am Leben freut. Man kann sehr, sehr gut auch ohne Fleisch leben. Man kann mit weniger Fleisch gut leben, so wie ja unsere Vorfahren auch diesen hohen Fleischkonsum, den wir heute haben, noch nicht hatten. Und eine Einladung mit meinem Buch wäre, hier kann jeder Mensch etwas tun für sich, für seine eigene Gesundheit, sein Herz-Kreislauf-Risiko senken, sein Krebserkrankungsrisiko senken und wir können etwas für die Ökologie dieser Welt tun, wenn wir weniger Fleisch essen. Dieses Beispiel zeigt, dass für die Empathie das Wissen schon ganz wichtig ist. Also nicht nur das Gefühl, weil wenn jemand sein Schnitzel isst oder sein Steak, dann fühlt der ja nicht, dass er jetzt was Schlechtes tut. Eher im Gegenteil, drum ist das. Ja? Ja. Also man muss schon auch solche Zusammenhänge eben mit der Massentierhaltung, mit dem Viehfutter, der Abholzung der Regenwälder, Und schauen Sie, ich will niemandem sein Schnitzel verbieten. Ich glaube, es gab mal einen preußischen König, der gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat, hier ist wieder ein Buch, was den Zeigefinger erhebt, du darfst nicht, du sollst nicht. Das ist nicht mein Ansatz. Was ich möchte ist, dass wir sagen, ja, die Erde ist es wert, gerettet zu werden. Und ich bin mir es wert, jede einzelne Frau, jeder einzelne Mann, ich bin wert, etwas für mich zu tun, meine Selbstfürsorge zu verbessern, mich gesund zu ernähren, mich viel zu bewegen, viel raus in die Natur zu gehen. Also, dass wir diese Reduktion des Fleischkonsums nicht machen, weil wir armselig leben wollen, sondern weil wir Freude am Leben haben. Ich möchte mit diesem Buch zeigen, es gibt einen Weg mit Freude, die ökologische Wende hinzukriegen. Und das ist das, was ich hedonischen Verzicht nenne. Hedonä war das griechische Wort der alten Philosophen im alten Griechenland für die Lebensfreude. Hedonä ist die Lebensfreude. Und hedonischer Verzicht heißt, auf ein paar Dinge im Leben ein bisschen zu verzichten, um mehr Lebensfreude zu haben. Das klingt widersprüchlich, das ist aber die Wahrheit, das geht. Das Leben wird dadurch eben besser, reicher, schöner und gesünder. Ein anderer wichtiger Begriff für Sie, neben dem Begriff des hedonischen Verzichts, ist der Begriff Momentum, den Sie immer wieder verwenden. Was meinen Sie mit Momentum? Ja, ein Momentum ist ein Impuls, ein In-Gang-Kommen. Ich habe vorhin von der ökologischen Trägheit gesprochen. Und ich habe damit gemeint, mit der ökologischen Trägheit, Sie, Herr Köp, haben ja gesagt, wir haben ganze Bibliotheken, die belegen, dass wir ein Klimaproblem haben, dass die Erde, dass die Naturzerstörung der Erde gefährlich voranschreitet. Das Wissen ist da, aber wir haben keinen Aufbruch der Menschheit. Und das ist das Momentum, was ich meine. Wir haben eine Trägheit und kein Momentum. Und was ich eben hier, ich glaube nicht, dass Menschen ein Momentum bekommen oder einen Aufbruch
Lust haben auf einen Aufbruch, auf einen ökologischen Aufbruch, wenn wir sie immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger schuhriegeln und sie zurechtweisen. Ich glaube, diese Strategie wird nichts bringen, sondern wir, und das können gerade wir Ärzte und Naturwissenschaftler jetzt tun, wir können zeigen, hört mal, ihr könnt ein besseres Leben haben, wenn ihr den Aufbruch wagt und wenn ihr euer Leben ökologisch umstellt. Wir können mit Freude die Erde retten. Ich bin immer noch beim Begriff der Empathie, um die reichhaltigen Facetten zu klären, die mit diesem Begriff verbunden sind. Und da ist mir noch ein Merkmal ganz wichtig. Sie schreiben, und das kommt auch in diesem Zitat von Charles Darwin zum Ausdruck, Empathie ist ein Potenzial, kein Faktum, ein Potenzial, eine Möglichkeit. Das heißt, dieses Potenzial muss erst geweckt werden und dann auch geübt und trainiert, gestärkt werden. Sie schreiben auch, es ist nicht angeboren. So ist es. Ja. Empathie ist nicht angeboren, aber der Mensch ist dafür gemacht, von seiner Biologie her, das Potenzial, also die Möglichkeit einer Empathie in sich zu entwickeln. Warum können wir das so sagen? Wir haben im Gehirn spezielle Module, spezielle Gehirnteile, die sich dafür eignen, empathisch sein zu können. Und diese Gehirnteile, die dafür sorgen, dass der Mensch empathisch sein kann, die müssen sich in der Kindheit entwickeln. Wir wissen, dass die Fähigkeit zum Beispiel zu fühlen, was jemand anderes fühlt, die beruht auf den sogenannten Spiegelnervenzellen. Und die Fähigkeit, sich Gedanken zu machen, was die Motive des anderen Menschen sind, da haben wir spezielle Gehirnteile im Frontalhirn, im präfrontalen Kortex, im Stirnhirn. Also wir kennen Teile unseres menschlichen Gehirns, die extra dafür gemacht sind, damit Empathie möglich ist. Also hat die Natur uns gemacht, damit wir empathische Lebewesen sind. Aber bei Geburt ist das noch nicht entwickelt, sondern das muss sich entwickeln entlang der ersten Lebensjahre. Und man hat festgestellt, dass Kinder, die mit Liebe, mit Einfühlung, mit Empathie von Seiten ihrer Bezugspersonen, ihrer Eltern und Großeltern, die also viel Empathie erleben, dass diese Kinder sich dann selber auch empathisch entwickeln. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir der Erziehung unserer Kinder, der liebevollen Erziehung unserer Kinder, dass wir da sehr viel investieren, weil nur wenn wir dieses Investment leisten, diese Kinder später dann auch empathisch zu ihren Mitmenschen und zur Natur sein können. Sie schreiben, und man kann das, denke ich, nur gar nicht genug betonen, nur wem Empathie geschenkt wurde, der kann sie auch geben. Nur wer insbesondere in den Jahren der Kindheit selbst Empathie empfangen hat, kann sie in sich entwickeln und an andere weitergeben. Ja. Also auch hier zeigt sich die Bedeutung der frühen Jahre ganz besonders für später. Ja, aber es ist dann auch später im Leben wichtig, die Empathie immer weiter zu fördern. Eine Sache, oder ein Umstand, der die Empathie zwischen Menschen stärkt, ist, miteinander im Gespräch zu sein, miteinander Dinge zu erleben. Und hier komme ich auf einen Punkt jetzt zu sprechen, der in meinem Buch auch eine große Rolle spielt, die Kultur. Die Kultur, das ganze Kulturleben, gibt es ja nicht nur für die Erwachsenen, die in Konzerte gehen, auch Jugendliche haben ja Kultur, die gehen in Clubs, sie gehen in Konzerte, wo ihre Jugendmusik, wo die Musik gemacht wird, die sie lieben, nicht? Was immer das auch ist. Und dieses Zusammensein und miteinander Musik zu genießen, Events zu genießen, miteinander im Gespräch zu sein, und zwar im direkten, analogen Gespräch, nicht über digitale Medien, sondern physisch beieinander zu sein, im Gespräch zu sein, miteinander Dinge zu erleben. So wie wir jetzt. Drum so haben wir es ja gebeten, hierher zu kommen und das nicht nur über Zoom zu machen. Ja. Oder miteinander in die Natur zu gehen, miteinander Sport zu treiben. Das alles nennt man Kultur. Und die Kultur einer Gesellschaft ist etwas ganz, ganz Wichtiges, damit Empathie in dieser Gesellschaft sich entwickelt.
Und ich bin nicht gegen digitale Medien. Selbstverständlich benutze ich wie alle Menschen heute einen Laptop und ich profitiere davon und ich benutze natürlich auch Zoom und die anderen Möglichkeiten, digital miteinander im Kontakt zu sein. Aber die Tendenz bei den digitalen Medien ist, dass sie den Menschen einsam machen, dass wir eher voneinander wegkommen, dass wir alleine vor dem Bildschirm sind. Und dass wir selbst dann, wenn wir in den sozialen Netzwerken miteinander zu tun haben, da gibt es auch Forschung darüber, dass es nicht eine wirkliche Herzensverbindung gibt, die sich da entsteht. Da entsteht sehr viel Hass und Neid und ich werde gemessen und vergleiche mich mit anderen. Aber wirkliche Verbindungen entstehen vor allem im analogen Miteinander unterwegs sein. Und das ist das, was die Kultur leistet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sobald die Corona-Situation wieder entschärft ist, sobald wir es infektiologisch vertreten können, dass wir die Möglichkeiten wieder zulassen, dass Menschen miteinander analog wieder in Kontakt kommen. Nicht? Also wir dürfen diese Einschränkungen, die wir im Kulturbetrieb haben, sind schwerwiegende Einschränkungen, die sich sehr negativ auf die Gesamtempathie innerhalb einer Gesellschaft auswirken. Ich bin schon dafür, dass wir jetzt die Maßnahmen treffen und auch einhalten, die notwendig sind, damit wir die Corona-Pandemie im Griff behalten. Das ist sehr wichtig, weil sonst sterben viele, viele Menschen und das da muss auf jeden Fall unterbunden werden. Aber diese Maßnahmen, die wir zur Begrenzung der Pandemie haben, die dürfen nur so lange laufen, wie sie wirklich nötig sind, weil der Mensch auch andere Bedürfnisse hat, nicht nur zu überleben, sondern wir haben auch das Bedürfnis, miteinander im Kontakt zu sein. Das ist auch ein grundlegendes Bedürfnis von Menschlichkeit. Herr Professor Bauer, machen wir noch einen Blick weit zurück, wie die Empathie zwischen Mensch und Natur vor Zehntausenden oder Hunderttausenden von Jahren war. Erwin Thoma, der bei uns auch schon öfters zu Gast war, ein Baumexperte, ein Förster, ein Holzbauunternehmer, der sagt, das menschliche Wesen hat sich aus der Natur herausgebildet. Wir kommen sprichwörtlich aus dem Wald. Mhm. Tief in unseren Zellen ist abgespeichert, dass Bäume uns beschützen. Heute sind wir weitgehend von der Natur abgeschnitten. Jede und jeder spürt, dass uns das nicht gut tut. Genau. Auch Sie gehen davon aus, dass Empathie zur Natur ja einmal vorhanden war, ja, aber eben verloren gegangen ist. Ja, also bevor der Mensch sesshaft wurde, haben unsere evolutionären Vorfahren über Zehntausende von Jahren in engstem Kontakt mit der Natur gelebt. Wir sind herumgezogen, wir waren nicht ortsansässig, sondern haben immer ständig neue Umwelten erkunden müssen, haben schauen müssen, wo sind Chancen, wo sind Gefahren. Unsere evolutionären Vorfahren waren Teil einer holistischen Welt der Natur, zu der sie selbst gehört haben. Und durch die Sesshaftwerdung vor etwa 12.000 Jahren, das ist also noch nicht sehr lange her, was sind 12.000 Jahre, wenn man bedenkt, dass es den Menschen, so wie wir hier sitzen, seit 200.000 Jahren gibt, nicht? Also seit 12.000 Jahren haben wir die Sesshaftwerdung und das war ein ganz gewaltiger Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, weil das war der Zeitpunkt, wo die Bewirtschaftung der Natur begann. Das heißt, da hat man begonnen zu sagen, wo können wir Profit, Erfolg, wirtschaftlichen Ertrag aus der Natur rausziehen, nicht? Die Bewirtschaftung, also Anbau von Lebensmitteln, Viehzucht und so weiter, Städtebau, Steinbrüche, wo man dann mit dem Stein Straßen und Häuser gebaut hat, Städte gebaut hat. Und das ist sehr interessant, wenn man jetzt diese 12.000 Jahre, die hinter uns liegen, mal anschaut, dann kann man sehen, es gab immer wieder große Imperien, große Reiche und es gab den Untergang großer Imperien. Und wenn man sich das mal anschaut, der Reihe nach, also erst die Sumerer im Zweistromland, dann die Phönizier, ein Seefahrervolk im Mittelmeer, dann die griechische Kultur, die römische Kultur, Venedig. Wenn man sich die ganzen großen Imperien anschaut, dann sieht man immer wieder ein Muster. Sie haben
Der Aufstieg war verbunden mit einer massiven Abholzung der Wälder, weil sie das Holz gebraucht haben, um Feuer zu machen, um Häuser zu bauen, um Schiffe zu bauen. Die Römer haben Holz gebraucht, um Eisen zu schmieden, um ihre Waffen zu machen. Nicht? Und dann, wenn die Wälder abgeholzt waren, dann kam es zum rapiden Sturz des Imperiums. Dann war relativ schnell das Imperium abgestürzt und zu beendet. Die Macht, sie sind kollabiert, die Imperien. Sowohl Sumer als auch die Phönizier, als auch die alten Griechen, als auch die alten Römer. Jedes Mal ist das Imperium zugrunde gegangen daran, dass ökologisch Raubbau getrieben wurde und die Wälder am Ende abgeholzt waren. Und das war dann der Zusammenbruch. Und wir müssen uns jetzt heute klar machen, wir sind hier nicht ein Imperium, auf das dann irgendwann ein neues folgt, so wie in der Vergangenheit, in der Geschichte, sondern wir sind heute eine Welt. Und wenn wir diese Welt in den Absturz führen, dann gibt es kein Danach. Nicht? Nach Sumer kamen die Phönizier oder die Ägypter und nach Griechenland, klassisches Griechenland, kamen die Römer. Wenn wir heute unseren Globus zugrunde richten, dann gibt es danach kein Danach. Dann ist dieser Globus nicht mehr bewohnbar für die Menschheit. Das Leben auf dem Globus wird weitergehen, aber ohne uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen und dass wir eine Lehre ziehen aus diesem Aufstieg und Fall vergangener Imperien, dass wir jetzt nicht wiederholen, was sich in der Vergangenheit schon mehrfach abgespielt hat, dass wir die Natur so ruinieren, dass zum Schluss der Lebensraum für die Menschen weg ist. Also, Sie schreiben, seit der Sesshaftwerdung kam es zwischen Mensch und Natur zu einer Entfremdung. Nun droht ein unumkehrbarer Bruch daraus zu werden. Und die Therapie fragt, wie können wir eben diesen unumkehrbaren Bruch zwischen Mensch und Natur verhindern? Wie können wir die verschütterte empathische Beziehung zur Natur wiederentdecken? Diese Frage ist zentral für Sie, für Ihr Buch. Und Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, es geht dabei nicht um den erhobenen Zeigefinger, es geht nicht um Schuldgefühle, nicht um schlechtes Gewissen, sondern um eine Haltung der Freude, einen dringlichen Wunsch, eine Art Liebe. Mhm. Mit Blick auf die Uhr denke ich, wir müssen schon langsam zum letzten Teil kommen und vielleicht noch einmal ganz konkret sagen, was bedeutet Empathie für die Welt, für die Natur, konkret im Alltag? Was bedeutet gelebte Empathie? Also was mir ganz wichtig ist am Anfang dieser Schlussrunde, die wir jetzt miteinander haben, was mir ganz wichtig ist, in den Vordergrund zu stellen, ist diese Wende zu einer ökologisch verträglichen Lebensweise, die kann nur gelingen, wenn mit sozialer Gerechtigkeit. Es kann nicht so sein, dass die einen sozusagen profitieren von der ökologischen Wende und die anderen müssen die Zeche bezahlen. Sondern es ist so, wir können die Menschheit nur in ein Boot holen, damit sie miteinander die Erde ökologisch rettet, wenn innerhalb der Menschheit sozial gerechte Verhältnisse herrschen. Weil sonst werden diejenigen, die sich abgehängt fühlen, werden sagen, da machen wir nicht mit. Nicht? Also die soziale Gerechtigkeit ist die Baseline. Die müssen wir sicherstellen, damit der Zusammenhalt da ist, den wir brauchen, um die ökologische Wende zu schaffen. Und jetzt haben Sie gefragt, was muss konkret passieren? Wir müssen den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren, weil je mehr Öl, Benzin, Kerosin wir verbrennen, desto mehr Treibhausgase entstehen. Und je mehr Treibhausgase entstehen, desto mehr heizt sich die Erde auf. Die Treibhausgase sind Gase, die sich in der Atmosphäre ansammeln und die Abstrahlung von Wärme verhindern, gleichzeitig aber nicht verhindern, dass die Sonne uns weiter aufheizt. Das ist der Treibhauseffekt, nicht? Und das heißt, wir müssen alles tun, damit die Zunahme der Treibhausgase gestoppt wird. Und damit das geschieht, sind zwei Dinge nötig. Weniger verbrennen, mehr regenerative Energien, da sind wir ja auf einem guten Weg, Windenergie, Sonnenenergie, die Wasserstofftechnik, da müssen wir weiter forschen, nicht?
also weniger fossile Energieträger verbrennen und zweitens die weltweite Fleischwirtschaft reduzieren, weil die weltweite Fleischwirtschaft mit der Vernichtung der großen Wälder dieser Erde verbunden ist. Und die Wälder dieser Erde brauchen wir, um einen Teil der Treibhausgase wieder einzusammeln. Vor allem das Treibhausgas CO2 wird durch die großen Regenwälder absorbiert, also aufgenommen. Und momentan haben wir durch die Schaffung von Plantagen zur Anpflanzung von Viehfutter, machen wir momentan in großem Stil die Wälder dieser Erde kaputt, vor allem in Brasilien und in Südostasien. Und dieser Prozess, den müssen wir stoppen. Und als Verbraucher können wir den nur stoppen, wenn wir als Endverbraucher sagen, wir reduzieren unseren Fleischkonsum. Dann können wir diese Fehlentwicklung quasi mit beeinflussen und zum günstigen in eine günstige Richtung steuern. Unsere Mobilität müssen wir auch ändern. Und weniger fossile Brennstoffe verbrennen, heißt, dass wir vor allem eben in der Mobilität, wird der meiste fossile Brennstoff verbrannt, also beim Autofahren, beim Fliegen, nicht? Dass wir das auf ein Maß reduzieren, dass wir nicht mehr Wochenendurlaube in eine Stadt machen, wo wir innerhalb von 4 Tagen zweimal fliegen. Nicht? Das sind Dinge, die kann man auch mit dem Zug machen. Nicht? Dass wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen, die weniger Energie verbrauchen. Also öffentliche Nahverkehrsmittel benutzen, den Zug benutzen, in Kurzstrecken das Fahrrad benutzen, anstatt sich ins Auto zu setzen oder ins Flugzeug zu setzen. Das wäre sozusagen Empathie mit der Natur. Also nicht wegen erhobenem Zeigefinger, sondern aus innerer Überzeugung das Richtige tun und das eigene Leben ein Stück weit in Richtung ökologische Verträglichkeit ändern. Noch ein Punkt, der wichtig ist, Sie haben ihn zum Teil auch schon angesprochen, die Wiederentdeckung der Natur als eine gewaltige medizinische Ressource und auch eine große soziale Ressource. Ja, also darüber, da schließt sich jetzt der Kreis, denn damit haben wir ja begonnen, dass die Natur ein Heiler ist, dass sie uns gesund macht, dass sie je mehr wir in der Natur sind, desto günstiger wirkt sich das auf unsere körperliche und seelische Gesundheit aus. Die Natur ist ein Antidepressivum, das beste Antidepressivum, was es überhaupt gibt, weil es keine Nebenwirkungen hat. Nicht? Das heißt, je mehr Menschen sich aufraffen und rausgehen in die Natur, wandern, in den Bergen wandern, an den See gehen, schwimmen, in die Natur lieben, in den Wald gehen, je mehr wir das tun, desto besser wirkt sich das auf unsere körperliche Befindlichkeit aus. Herr Professor Bauer, Sie haben dieses Buch Henry gewidmet. Mhm. Wer ist Henry? Henry ist mein Enkel. Ich habe einen kleinen Enkel, der ist jetzt 4 Jahre alt, ein ganz entzückender Kerl wie alle Enkel. Alle Enkel sind entzückende Wesen. Und ich vermute mal, dass sie auch Enkel haben. Ja. Und ich glaube, wir alten, weisen Männer, über die ja vorhin eine Journalistin so geschimpft hat, nicht? Wir haben ein Herz. Ich glaube, dass die Mehrheit von uns Erwachsenen weiß, wir sind verpflichtet, aus moralischen Gründen, da ist Ethik im Spiel, sind wir verpflichtet, die Erde so zu hinterlassen, dass unsere Enkel auch noch auf dieser Erde leben können. Und wenn wir das wirklich wollen, aus Freude, aus innerer Überzeugung, dann ist jetzt Zeit, unser Leben ökologisch verträglich umzusteuern. Und da möchte ich mit diesem Buch dazu einladen. Ich darf auch noch erwähnen, Sie haben einen Teil Ihres Autorenhonorars gespendet an die Naturfreunde Deutschlands, an den Bund Umwelt- und Naturschutz und an das Referat Jugendarbeit des Österreichischen Alpenvereins. Ja. Sehr geehrter Herr Professor Bauer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, dafür, dass Sie extra zu uns nach Feldkirch gekommen sind. Ich darf noch einmal hinweisen auf das Buch, das es im Buchhandel jetzt gibt. Wie gesagt, erst seit ein paar Tagen Fühlen, was die Welt fühlt. Ich bedanke mich besonders bei unseren beiden Technikern. Das ist Jürgen Gorbach und Marc Wolf, die diese Übertragungen, dieses Video
möglich gemacht haben und lange getüftelt haben, um die optimale Einstellung zu finden. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch von meiner Seite. Und Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema Fühlen, was die Welt fühlt, die Bedeutung der Empathie für das gemeinsame Überleben von Menschheit und Natur. Leben Sie wohl.